Was ist der Kuss der Unendlichkeit? Und wer kann sich von der Unendlichkeit küssen lassen? Der Körper, das ist der Kuss der Unendlichkeit. Wirklich? Aber er ist doch geboren worden und wird wieder sterben. Ja. So kommt es mir vor. Aber was der Körper ist, diese Lebensenergie, die Moleküle, die Atome, die Elektrizität, das Wasser in ihm, die Mineralien, das ist doch alles die Unendlichkeit. Und wer wird dann geküsst? Du küsst dich selbst durch den Körper. In jedem Moment, in dem ein Eindruck in die Sinne eindringt. Aber warum erlebe ich das nicht so? Ja, weil du es nichts gelernt hast, dass du es so erlebst. Du hast was anderes gelernt. Öffne dich doch mal dafür, dass jeder Moment der Kuss der Unendlichkeit ist. Aber jeden Moment kann sich doch, fühlt sich doch anders an und ist auch oft mal nicht sehr angenehm. Ach ja, mach doch nicht so. Weiß doch nicht, wie die Unendlichkeit dich küsst. Vielleicht das Unangenehme ist auch ein Kuss. Aber ein Kuss soll doch so zart und weich oder sein. Ja, sonst ist es eher eine Watsche. Eine Watsche der Unendlichkeit. Ein Arschtritt der Unendlichkeit. Ah, Hauptsache die Unendlichkeit schlägt zu oder küsst, streichelt. Weht, klingt, feiert, heult. Ja. Es ist nur ein Hinweis, dass es das Erleben hier intensiviert, indem du noch mehr hineinspürst. Wie fühlt sich die Schwerkraft? Der Körper, wenn er auf dem Bett liegt. Was macht das für einen Eindruck? Und du erlebst es ja auch anders, wenn du nicht mehr so deine Geschichte drüber kleisterst. Ich liege jetzt im Bett. Aber ich würde so gern mit jemand anderem im Bett liegen, nicht mit mir. Nein! Dieser fucking Moment hier, wo du so in das Bett dich hineindrückst. Ich sag ja nicht, dass es du bist. Du bist ja nicht der Körper. Du bist auch nicht deine Gedanken. Du bist auch nicht deine Geschichte. Du bist auch nicht das Bewusstsein, das in dem diese Erfahrung auftaucht. Du bist, ohne dass du wissen musst, was du bist und was du nicht. Und wenn du dir schon ein Selbstbild von dir baust, dann wisse, dass es nur ein Bild ist und dass du es nicht selbst bist. Auch wenn du dich dann hinein verliebst in das Bild und sagst, oh, das ist ein so, so schönes Bild. Oh, das Bild, das ist ja auch der Kuss der Unendlichkeit. Das Bild, das Selbstbild versucht, das zu küssen, was sich das Bild vorstellt. Oh ja, du bist so schön. Oh ja, oh, ich hab mich. Aber es kann auch sein, dass du es hast dann so. Ah, oh, Scheiße, guck, das Bild ist so klein. Und nicht ganz so schön. Es soll viel größer sein. Reich sein. Elegant, gesund, stark, unverletzlich. Oder berührbar, offen, ganz heiß. Oder auf dem Bild, da soll noch ein schöner Partner sein. Oder eine Insel mit Strand dran. Aber du schweifst ab.
Worauf du dich doch hinweisen wolltest, ist das hier jetzt, ist der Kuss der Unendlichkeit, so wie du die Stimme hörst, so, hallo, du da, ja, der Klang, der ist aus den Gehörgang, nicht nur den einen, sondern ins beide hinein, weil sie nur funktionieren. Oder hier so, die Zunge, lalalala. Der Kuss der Unendlichkeit. Und hier, oh ja, so die Haare berühren. Das ist ja interessant. Das ist abgefahren. Gutes heute. Immer heute. Es ist ja immer nur heute. Auch in der Nacht ist es heute. Wir hören geschaut.